zeigen, geht nicht. Also eigentlich ist man sprachlos. Kanzleramts anschreien am Montag, die fünfte Folge. Ich stehe hier heute mit jemandem aus der Schweiz. Und warum das so ist, grüezi miteinander, werde ich gleich erzählen, weil die Woche war ja mal wieder pickepacke voll mit News. Pickepacke voll mit News aus unserer Welt der NSA-Überwachung. Immer wieder gab es neue Snowden-Leaks. Und ja, erinnert ihr euch an die erste Folge? Was habe ich da gesagt? Ihr, die ihr das da draußen gerade seht, ihr werdet jetzt erfasst. Und was wissen wir seit dieser Woche? Ey, schon während ich das hier aufnehme, werde ich erfasst. Ja? Voll Zugriff für die Behörden auf mein Telefon. So ist das. Ja, und das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Wieder ein Griff in meine digitale Intimsphäre. Und das kann so nicht weitergehen. Und ich bin wirklich froh, dass... Ja, 20.000 oder 10.000 Leute, sagen wir einfach mal, es waren 10.000 Leute. Es waren 10.000 Mitentsetzte in Berlin bei der Freiheit statt Angst Demo. Und von überall aus der ganzen Welt. Ja, und dazu erstmal vielen Dank, weil es hilft einem zu fühlen, dass man nicht alleine ist. Und es war wie ein großes Klassentreffen der Empörten. Und ja, da ist die Kanzlerin. Das ist die Kanzlerin, die da hinten, wenn man genau hinguckt, ein riesen Wahlplakat hingegangen. Also so ein Wahlplakat irgendwie so... So groß mindestens. 12 Meter mal 12 Meter 2000 irgendwie, um sie zu wählen. Ich frage jetzt, warum? Warum nochmal? Weil wir jetzt wissen, dass wir jetzt im Überwachungsstaat leben. Nee, Kinder, das können wir so nicht unterstützen. Und jetzt kommt nämlich die Frage, das ist die Frage überhaupt, warum ich mir diesen jungen Herrn, Filou, das ist richtig, genau. Auf Twitter genannt, sofort gecasht habe, weil es gibt eine große Frage bei der ganzen Bürgerüberwachung. Ja? Und diese große Frage ist nämlich, wenn ich mich hier drehe, wer weiß es? Haha, hinter uns steht ein Gebäude. Was ist das für ein Gebäude? Wer weiß es? Das ist die Schweizer Botschaft. Ah, und was fällt uns ein bei der Schweizer Botschaft, wenn wir bei Vollüberwachung sind? Was wird nicht voll überwacht? Richtig! Also, Störflüchtlinge. Ja, Störflüchtlinge, wie wir gerade lernen. Und das ist ja wohl bitte das, wo mir einer gesagt hat, daran kriegst du die Leute. Es ist nämlich die Ungerechtigkeit, zu wissen, dass das einfache Volk voll überwacht wird. Ja? Und mit den Systemen, mit denen Vollüberwachung möglich ist, das, was das ermöglicht, einfach mal in die Schublade. Wie Steuereinnahmen, damit könnten wir neue Kindergärten machen, wollen wir nicht. Nö. Also, deshalb stehen wir hier und jetzt ist nämlich die Frage, da muss jetzt in deinem Kopf, ja, in deinem Kopf da, muss ich jetzt fragen, warte mal, warum wird nichts dagegen getan? Warum nicht? Ja, warum nicht? Ey, ja, warum eigentlich nicht? Ja, da fragen wir doch sie. Angela, was ist los? Was ist denn da los? Also, sie hat alle Möglichkeiten der Welt, aber was ist das Spannende? Seitdem wir ja seit gestern wissen, dass sozusagen auf alle Smartphones, also jetzt so alle im Sinne von so ganz alle, BlackBerry, Android, iPhones, jedes Smartphone kann überwacht werden. Verschlüsselungen können, die sind gar nicht sicher, die werden nur als sicher simuliert. Und seitdem das eigentlich möglich ist, wird nichts von dort drinnen gegen Steuerflucht getan. Und das ist der größte Hure-Bullshit von immer. Ja, boah, komm jetzt in die Richtung. Zack, bumm, voll. Das ist Hure-Bullshit. Angie, das kannst du nicht machen, wirklich. Da musst du etwas unternehmen. Im Fall. Nö. Sicher. Ja, also, ich sag erstmal, danke für jeden, der am Wochenende in Berlin war. Also, es war ein Zeichen für die da oben, für auch uns, also wir sind ja die da oben, wir sind die mit dem Arbeitsauftrag, ja, und weiterkämpfen für den Weltfrieden. Und ich frage jetzt einfach mal, was machst du in der nächsten Woche? Jetzt hier nur gucken, unten vielleicht auf Like, Share oder irgendwie was, mach mal so plus eins klicken, reicht nicht. Was tust du dagegen? Also dagegen ist sozusagen gegen die Vollüberwachung, gegen den Blick in deine Unterhose, ja? Hast du nicht ein Recht auf Verschlüsselung? Ja. Sicher.
Hat er das? Hat er, ja. Also, jetzt keep on fighting. Unternehmen etwas. Ja, und danke an diesen einen Rapper, der da dieses Guten Morgen NSA-Lied gemacht hat. Ich finde das super. Polit-Rap-Comeback. Und irgendwann mache ich so eine Metapher von wie, jetzt habt ihr die Maske fallen lassen, jetzt ziehen wir die Maske auf. Und dann seht ihr hier, ne, ihr wisst welche Maske. Die Maske von wie? Yeah, Victory. Zack, bumm, Vollgas. Ich kann da noch eine Botschaft für dich. Ah ja? Aus der Schweizer Botschaft, warte jetzt. Ah! Und das ist nicht nur eine Botschaft für die Buben, das ist für die ganze Welt. Und das solltet ihr euch mal merken, das ist wirklich wichtig. Revolution! Ah! Und das ist ja... Love is in the air! Also ehrlich, aber ehrlich... Love is in the revolution, you also, know? Und jetzt mal ganz im Ernst, das ist das, was passieren werdet, ja? Also, ja. Und die Nile of Service wird nichts dagegen. Also, kackt eure Router zu. Aber, noch, sollen wir noch was Positives zum Ende? Was meint? Ne, ist zu spät. Ich mach noch kurz dazwischen, ne? Also, dein Cut da oben, der wird am 22.09. kommen. Da machen wir einen Cut. Noch einen Schwenk. Auf den Bundestag. Und wer sitzt denn da? Ja, wer sitzt denn da? Ja, da wird da eine orangene. Ach, zack, bumm, Vollgas. Ihr wisst Bescheid. Kämpfen für den Weltfrieden. Und für eure Privatsphäre.